Okay, es ist Zeit, dass wir mal über Klimaschutz reden. Warum? Weil die Energiewende, der Ausbau unserer Stromnetze und der Klimaschutz eng miteinander zusammenhängen. Im Jahr 2011 hat Deutschland den Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen. Bis 2022 gehen alle verbleibenden Kernkraftwerke vom Netz. Und parallel dazu werden schrittweise auch die Kohlekraftwerke abgeschaltet. Alles mit dem Ziel, die Umwelt und vor allem das Klima zu schützen. Jetzt ist 2022 aber nicht mehr lange hin. Und viele fragen sich zu Recht, wenn wir alles abschalten, woher soll dann künftig der Strom kommen? Otte erklärt's. Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Otte und ich leite die Abteilung Netzausbau bei der Bundesnetzagentur. Nie von gehört? Kurz gesagt, wir sind diejenigen, die neben den Netzbetreibern den Netzausbau in Deutschland voranbringen. Ganz wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit Ländern, Kommunen und Bürgern. Dafür vermitteln wir zum Beispiel zwischen Netzbetreibern und Anwohnern, versuchen Probleme zu lösen und Interessen zu berücksichtigen, was nicht immer so einfach ist. Trotzdem möchten wir Sie jederzeit transparent informieren. Da der Netzausbau nicht nur ein sehr großes, sondern auch ein komplexes Vorhaben ist, gehen wir dafür verschiedene Wege. Ein Weg ist dieser YouTube-Kanal. Hier erhalten Sie Informationen aus erster Hand. Zusätzlich finden Sie in unseren Veranstaltungen, unserem Bürgerservice sowie auf unseren Social-Media-Kanälen Plattformen für den direkten Austausch. Links dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Wie schon erwähnt, stehen in Deutschland seit Jahren alle Zeichen auf erneuerbare Energien. Energie, die beispielsweise aus Sonne, Wind oder Wasserkraft gewonnen wird. Aber wir leben weder in der Wüste noch auf einer Insel im Meer. In Deutschland haben wir zwar von allem ein bisschen, aber die Verteilung im Land ist eine echte Herausforderung. Windkraft zum Beispiel haben wir vor allem in Norddeutschland. Viele große Kraftwerke, die jetzt vom Netz gehen, stehen aber im Süden von Deutschland. Da ist der Stromverbrauch wegen der Industrie viel höher. Das heißt, während bei Hain an der Nordsee der Generator brummt, schaut Froni in Bayern in die Röhre. Die Industriestandorte in Süddeutschland können vor Ort nicht ausreichend mit Windenergie versorgt werden. Hier liegt eine der zentralen Herausforderungen, wenn wir in Deutschland nachhaltig werden wollen. Es gab immer schon Leitungen von Nord nach Süd, aber das bestehende Netz stößt schon jetzt an manchen Stellen an seine Grenzen. Wenn künftig auch noch Elektromobilität zunehmen wird, werden wir insgesamt noch mehr Strom benötigen. Wir brauchen also ein optimiertes Stromnetz in Deutschland. Nur so ist die Energiewende überhaupt möglich. Diesen Prozess nennen wir den Netzausbau. Und nein, das hat nichts mit dem Handynetz zu tun. Das ist eine ganz eigene Baustelle. Der Stromnetzausbau beinhaltet mehr als den Bau neuer Leitungen. Auch Netzoptimierungen und Verstärkungen gehören dazu. Wir arbeiten nach dem NOVA-Prinzip. Das bedeutet Netzoptimierung vor Verstärkung vor Ausbau. Mehr dazu gibt's weiter unten. Ein optimiertes Netz, damit die Stromversorgung weiterhin gegeben ist, wir mehr erneuerbare Energien nutzen können und für die Zukunft gut gerüstet sind. Soweit erstmal toll. Manche Kritiker fragen jetzt, muss das sein? Geht das nicht auch dezentral? Dezentral würde bedeuten, dass zum Beispiel jeder Ort oder jede Stadt den Strom einfach selbst produziert. Und ja, die Idee ist verlockend, denn dann müssten wir nicht tausende Kilometer Stromkabel durch die Landschaft ziehen. Für kleine Gemeinden funktioniert das zum Teil gut. Aber gerade in Regionen mit vielen Industrieunternehmen wäre das ein Problem. Einerseits ein Platzproblem, andererseits sind Solarenergie und Windkraft nicht wirklich planungssicher, da nun mal nicht immer Sonne scheint oder Wind weht. Die Energie müsste, wenn Sonne und Wind da sind, in gigantischen Mengen gespeichert werden. Das ist derzeit noch keine Option. Um alle Regionen dezentral zu versorgen, bräuchten wir Backup-Lösungen, wenn irgendwo der Strom nicht ausreicht. Wir könnten zum Beispiel neue Gaskraftwerke bauen, die bei Bedarf einspringen. Das wäre aber nicht nur wirtschaftlicher Unsinn, sondern natürlich auch so gar nicht im Sinne der Energiewende. Übrigens arbeitet nicht nur Deutschland an der Energiewende. Es gibt europaweit Vorhaben, mit denen der Anteil an erneuerbaren Energien erhöht werden soll. Und manche Länder sind sogar weiter als wir.
Andere haben noch Nachholbedarf. Ganz konkret bedeutet das, es werden zum Beispiel Versorgungs- und Transportrouten gefördert, damit künftig Versorgungsengpässe auch über die Ländergrenzen hinweg gelöst werden können. Mehr dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Man kann also sagen, in Europa wird nicht nur der Krümmungsgrad der Gurke geregelt, die EU verfolgt in der Energiepolitik eine gemeinsame europäische Strategie, um künftig als Kontinent saubere Energie nutzen zu können. Bis dahin ist aber noch ein ganzes Stück des Weges zu gehen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in dieses gigantische Vorhaben geben und was wir damit bezwecken. Wenn Sie künftig mehr zum Netzausbau in Deutschland erfahren möchten, abonnieren Sie diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Matthias Otte.